So, mit dem Tempo kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Mensa bei Landwirtschaftssimulator. Wir haben es wirklich hinbekommen oder haben es wirklich ausgetestet. Wir können hier hinten gottverdammt nicht Bäume setzen. Und das heißt, wir forsten im Wald ein kleines bisschen auf, aber die Maschine ist sehr, sehr schwach, was das angeht. Deswegen überlege ich mir, wie ich am dümmsten jetzt Bäume pflanze. Ich glaube, wenn ich hier so daneben mache. Könnte es gut klappen. Aber ihr seht, die Maschine ist viel zu schwach. Muss immer mal kurz halten und weiterfahren. Das ist es immer auch, wie schnell ungefähr die Bäume wachsen. Na komm. Ich wollte sehr gerne den noch hier hinpflanzen. Pass, perfekt. Nice. Eben. Sehr gut. Nice. Perfekt. So, haben wir nämlich Nummer 1 erreicht. Das, was wir schaffen wollten ungefähr. Oh, wir haben schon nächsten Tag. Die Tiere. Wie viel sind denn jetzt eigentlich wert hier? 6.000, 6.000, 8.000, 10.000. Es bringt immer mehr Geld. Also, wenn man sie dann verkauft, wir haben so für 10.000, 5.000 und 10.000 haben wir sie eingekauft. Und dann bringen sie jetzt, haben wir ja 10, 8, was 10, 8, 6, 6, sind wir bei 18, sind wir bei 30.000, wenn wir alle verkaufen, bei Einkaufswert von 40. Also 10.000 haben wir jetzt erstmal plus. Die brauchen natürlich jetzt noch wieder ihr tägliches Gereite. Kriegen wir natürlich wieder hin. Das können wir natürlich heute machen, weil wir warten eigentlich nur noch auf das Go. Das können wir eigentlich alles schon mal vorbereiten. Auf das Go von YOLOS. Wir können ernten. Das würde ich vielleicht auch noch gerne machen. In der heutigen Aufnahme-Season. So. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hier ein bisschen händel. So. Kann mich hier schon mal alles fertig machen, alles bereitstellen. Das ist jetzt erstmal unsere Mission. Und dann können wir... Was können wir dann? Weiß ich von... Das erste Pferd wieder ausreiten. Wir haben auch noch keine Nebenmissionen wieder laufen. Noch nie. Oh, jetzt ist wieder ein Haufen da. Gucken, was viel Geld bringt. 7000 Spritzen. Ja. Ballenpressen, Düngen, Spritzen, Ernten. Also wir haben viel Spritzen. Feld 16. Würde ja nicht gerade leihen sein für das Geld. Das hier. Unser Hassfeld. Das ist das Feld, was wir hassen. Was, wo der Dings abbricht. Die Helfer abbrechen. Dann das nächste wäre der hier. Feld 13. Feld 13 ist hier oben. Das können man mit Wasser rein. Pflanzen. Was soll rein? Für 6000 Pflanzenschutzmittel. Könnten wir unsere Maschine nehmen? Nein! Sie ist weg. Scheiße. Och, zu lange gedauert.
Ballenpressen. Es ist Ernt. Baumwolle. Wir machen Baumwollernte. Geld ausleihen. Kostet uns 1300, aber ich hab bis. Ach so, muss ich abschließen. Ist die Mission jetzt wirklich unsere? Die Fahrzeuge sind nicht da. Och, lack mich doch der Affe. Abbrechen. Jo. Jo. Nee, dann tut's mir leid, dann mache ich jetzt nichts. Eure Schuld. Dann reite ich hier erstmal mit meinen Pferdchen eine Runde. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie lange das jetzt mit den Bäumchen dauert. Wie lange die jetzt brauchen, bis sie groß sind. Das heißt, jetzt kann ich nichts machen. Ich kann wirklich jetzt im Moment nichts machen. Schade eigentlich. Können uns natürlich noch einen Kredit leisten und uns schon das nächste Feld kaufen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Kredit mir noch aufnehmen kann. Ich weiß nicht. 120 kostet das Feld ja hier. 180. 180. Nee. Wir können uns gerade mal eine 10 noch leisten. Also das heißt, wir sind nun bei 120. Das heißt, wir können uns eins von den kleinen Feldern hier oben kaufen. Also das hier fällt 28. Gucken wir uns mal an, wie groß ist denn das? Das ist ja eigentlich gar nichts. So, das ist Feld 28. Dafür soll ich 120 ausgeben? 158. Schnell. Es ist soweit. Wir können hier eigentlich alles starten. Pflegebereifung ist ja drauf und los. Und eigentlich können wir. Das werde ich jetzt einen Helfer machen lassen. Das werde ich jetzt doch einen Helfer machen lassen. Hä? Unkraut 100%. Oh, sieht das geil aus in der Qualität. Geht das jetzt so? Wir hatten nämlich auch mal so einen Bug gehabt. Auf dem Multiplayer. Ja, Unkraut 100%. Helfer möchte auch nicht arbeiten. Wir wissen nicht warum. Da muss ich eben hier rausfahren. Dann muss ich eben so geerntet werden. Ist mir jetzt eigentlich. Können wir mal gucken, ob der Helfer hier das mitmacht.
Also hier macht der Helfer es mit, okay. Gut, dann Party hard, dann legt man hier los. Dann ernte mal deine Runde hier. Bin mal gespannt, wie viel hier da rauskommt. Also warum das im Endstudium nicht mehr funktioniert, das würde ich gerne mal wissen. Wo sind wir jetzt hier, tägliches Reiten? 48%. Das würde ich würde gerne noch den auf 100 kriegen heute. Und dann würde ich auch den Part beenden. Weil meine Kleine müsste jetzt eigentlich schon, müsste jetzt so ca. 30, 40 Kilometer von mir entfernt sein. Derzeit kriege ich leider nicht mehr waschen. Auf. Aber meine Wäsche ist durch, fällt mir gerade so auf. Ich finde diese Bugs richtig geil. Die Bäume. Was? Die Bäume sind schon gewachsen? Ach, sind nur so kleine Bäume. Ah nee, doch nicht. Das sind die meinen. Das hat mir auch ziemlich gewundert. Noch nicht mal 3 Stunden um. Noch nie mal eine Stunde, oder? Kann man auch bei denen ihre 3 Dings aus abziehen? Ablesen? Nee, leider nicht. Nee. Geht leider nicht. So. Tägliches Reiten sind wir jetzt bei 80%. Gut, die Leute. Also, wir merken uns, wir können nicht mehr düngen, wenn Endstudium erreicht ist. Das heißt, wir müssen im letzten Stadium nochmal düngen. Dann können wir, dann müssen wir uns merken, dass wir Pubbing gesetzt haben. Ne, keine Ahnung, was wir uns noch merken sollten. Die Hühner haben jetzt eine Packung fertig. Ich glaube, das sind 300, 400 Liter, oder? So viel ist es ja auch nicht. Helfer, ja, du hast fertig mit Düngung. 5% noch, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der Mann ein Wort. Ciao, ciao.